zu Recht einfordert, unsere nächste, also die nächste Generation zukunftsschaffend und Klimakrise ernst nehmend, sondern auch die Menschen selbst haben es gespürt und sie spüren es. Sie spüren die Hitze, sie spüren, wenn es in der Nacht nicht mehr abkühlt. Wir haben heuer das Gefühl, eigentlich ein Sommer wie immer, stimmt nicht, der ist überdurchschnittlich problematisch. Wir haben im Mai den trockensten Mai gehabt, wir haben Millionen Schäden in der Landwirtschaft in Wien und es ist spürbar. Ich möchte nur nicht, ich finde Selbstermächtigung extrem klasse und man kann unglaublich viel tun. Die Gefahr besteht nur, dass man es delegiert, dass die Politik delegiert ein Stück weit, tut sie jetzt Plastik sammeln und Müll trennen und überspitzt ein bisschen und alles wird gut. Sondern Politik hat die Aufgabe zu ermöglichen, dass Veränderung stattfindet. Und das spürbar und lebbar, und das erleben wir in Wien im öffentlichen Raum, der ungerecht verteilt ist. Im Grunde führen wir auch einen Verteilungskampf. Immer wieder jede Diskussion, ob die sozialen Fragen oder die Klimafragen, führen letztendlich zu einer Verteilungsfrage. Und das merken wir im öffentlichen Raum, der ungleich verteilt ist. Und wie sehr Menschen konkret sich den Raum nehmen, wenn die Politik es ermöglicht. Das ist das eine. Und das andere, man muss klar, und klar gehen alle Maßnahmen in der Klimakrise. Wir haben unglaublich gute Konzepte, Beschlüsse, die unterschreibe ich alle. Der Schritt des Handelns fehlt noch ein Stück weit oder des Ausprobierens, weil man es ja eh nicht genau weiß. Dieser Mut, es zu tun, aber auch zu sagen, Leute, es ist vorbei, die Zeit, wo wir über jeden einzelnen Parkplatz streiten. No way. Die Zukunft ist, die Autos werden unter der Erde sein, die Menschen, die es dringend brauchen, werden es verwenden, aber der öffentliche Raum gehört uns allen und da lernen wir von der Corona-Krise, dass die Regionalität enorm wichtig sein wird. Diese kleinen Zentren, diese Orte der Begegnungen, diese Unabhängigkeit, alles in der unmittelbaren Nähe zu haben. Und darin liegt wirklich eine Chance. Und es liegt eine Chance darin zu sagen, wow, 60% der Dächer in Wien, da könnte man Solarthermie, Photovoltaik nutzen. Ist doch unglaublich. 2 Millionen Haushalte können wir mit Strom versorgen. Wir haben unter 1 Million Haushalte in Wien. Und dieses meine ich mit Chance, dass es tatsächlich geht. Ich wehre mich noch ein bisschen dagegen, dass man es nur mit Angst schafft, überspitze ein bisschen, oder nur mit autoritären Strukturen. Es geht nicht nur von oben, es muss diese Kraft von unten und das Ermöglichen sein. Und der letzte Punkt noch, ich weiß auch nicht, ob Corona nicht viel mehr verändert hat, als wir es überhaupt bis jetzt begreifen. Ich weiß nicht, wer der Gewinner sein wird, ob es wirklich die Politik und die Parteien sein werden. Ich wage noch ein bisschen zu bezweifeln, ob man nicht völlig Wirtschaft anders denken oder das Zusammenleben oder die Zukunft. Auf alle Fälle steckt man mittendrin. Wenn jetzt keiner von Ihnen beiden replizieren möchte, direkt darauf möchte ich eine Frage vorlesen, die im Web gestellt wurde, die kam ziemlich zeitgleich mit Ihrem Satz, dass Sie nicht alles aufs Individuelle abwälzen wollen. Und hier heißt es aber, muss man nicht gerade verstärkt an die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen appellieren, denn jeder kann einen Unterschied machen. Ja, also ich, genau. Das entlässt, aber ich glaube, das sind zwei Dinge, die ineinander greifen. Das entlässt die Politik nicht, aber oft habe ich habe lange in Amerika gelebt und da ist der Sozialstaat inexistent und vieles geht schief im Moment besonders. Aber eine Sache fand ich toll, die Leute haben viel stärker das Gefühl, sie sind verantwortlich für ihren unmittelbaren Lebensbereich, für ihre Nachbarschaft, auch für soziale Netze, weil die nicht vom Staat bereitgestellt werden. Diese Seite
der amerikanischen Gesellschaft fand ich immer unglaublich faszinierend und sympathisch. Es ist leider eine Kompensation von einem sehr dysfunktionalen Staat, aber man kann sich doch auch vorstellen, dass es einen gut funktionierenden Sozialstaat gibt mit dem Gegengewicht von Bürgern. Und wahrscheinlich ist es wichtig, und auch dafür gab es ja in Corona so ein paar aufsprießende Modelle, wie das gut in eine Passung kommt. Es gab sehr, sehr viele Selbstinitiativen von Verbrauchern zum Beispiel, die sagen, ich unterstütze mein Lieblingsbeisel, indem ich bestelle oder indem ich Gutscheine mache oder indem ich denen einfach mal ein bisschen Geld gebe, das ich nachher wegesse in der Zukunft. Und so, und Websites, die Bürgerinnen gebaut haben. Und ich glaube, es ist wirklich, ich bin geboren in Deutschland in einen auch genau wie Sie wunderbar funktionierenden Sozialstaat rein. Und wir sind so ein bisschen, haben so eine Hängematten-Mentalität, würde ich sagen, meine Generation. Sollen die sich mal kümmern. Es wäre, glaube ich, auch wichtig, dass die Politik Techniken findet, die ein bisschen trägen Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren und sagen, Leute, das ist eure eigene Initiative, macht was. Wir bieten Unterstützung an, aber ihr müsst auch selber Aktivität reinstecken. Da muss ich ganz kurz einhalten. Ja. Und dann kommt noch Frau Vogel, sie möchte auch was. Alles klar. Nur ganz kurz zur Frage, was kann ich als ich selber machen und was wäre vielleicht auch politisch notwendig und ist das ein Widerspruch, ja oder nein? Natürlich kann sich das ergänzen. Ich finde, wir sind gerade mitten im Wiener Wahlkampf und da lässt sich es an einem Beispiel schön sehen. Klar ist fein, wenn ich selber auf mein Auto verzichte. Ich habe eh keins, aber als Person in Wien ist es natürlich fein und das ist eine Maßnahme, die auf jeden Fall für den Klimaschutz auch gut ist. Aber noch viel besser ist, ich engagiere mich insofern, als dass ich zum Beispiel sowas schaffe wie die Initiative Platz für Wien und Frauen wie Birgit Hebein dazu bringe, die der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, die gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es nicht die Frage des Einzelnen ist, ob er auf sein Auto verzichtet, sondern die dafür sorgt, dass diese verdammte Stadt endlich autofrei wird. Da finde ich die Energie besser investiert, als in meinem persönlichen Umfeld allen ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie ein Auto haben. Ich will eine Stadt, wo ich gar kein Auto brauche und es absurd wäre, eins zu haben. Wir sind am Weg, ich finde immer noch viel zu langsam, aber da finde ich die Energie tatsächlich besser investiert. Das heißt nicht, dass man im eigenen Einkauf und im eigenen Tun auch darüber nachdenkt und reflektiert, muss das jetzt sein, ist diese Autofahrt notwendig, steige ich nicht in den Zug und fahre nach Innsbruck, wenn ich dort einen Termin habe. Das natürlich total, aber es darf uns nicht ablenken von der Frage, wo die großen Hebel sind. Und wenn ich sehe, wie sich die CO2-Bilanz in Österreich entwickelt und der einzige Knick, den wir zusammengebracht haben, ist, als die Föst einen Hochofen ausgeschalten hat, dann dürfen wir den Blick für die Relation nicht verlieren und für die Frage von, wo muss ich drehen, damit sich wirklich was nach unten bewegt. Und wenn die Bedingungen geschaffen sind, dann ist der Verzicht, also dann würden wir ihn gar nicht als Verzicht bezeichnen in dem Moment. Ja. Frau Vogel, Sie wären jetzt dran. Ah, okay. Ja, ich möchte es nur bekräftigen. Wir arbeiten ja mit verschiedenen sogenannten Modellregionen und Smart City Modellen. Und da geht es immer darum, so eine Art Balance zu finden. Aus der einen Seite top-down gibt es sozusagen eine Art Vision, eine Utopie. Dann gibt es einen Rahmen, der das belohnt, was man eigentlich möchte. Und es gibt auch Beispiele, das ist sozusagen von oben. Und von unten habe ich sozusagen das, was hier als Eigenermächtigung oder Menschen, die etwas tun wollen, also so eine Bottom-up-Bewegung. Und diese beiden Dinge kommen da manchmal ganz gut zusammen, wenn man es ihnen ermöglicht. Und ich glaube, da brauchen wir einfach mehr. Und es ist auch vielleicht, was wir schon also sehen, ist, dass wir in so durchaus auch geförderten Projekten, aber das ist nicht zu 100% gefördert, sondern es ist wirklich nur ein kleiner Beitrag, wo es um einen Impuls eigentlich geht, dass wir hier gute Erfolge haben, weil die Menschen sind einfach wahnsinnig kreativ, sie sind an Erneuerungen durchaus interessiert und vor allem sie sind dort gut, wo es ihr persönliches Umfeld betrifft, weil das kennen sie gut, das können sie gut gestalten, da können sie etwas bewirken und da gibt es auch das, was oft dann fehlt bei der Klimakrise, diese unmittelbare Rückkoppelung. Ich tue etwas und ich kriege sofort was Positives dafür, also ich kann es auch dann wirklich erleben. Und ich glaube, das gibt es im Kleinen und das gibt es auch im Großen, denn was die Europäische Kommission jetzt gemacht hat unter dem Titel Green Recovery oder auch Green Deal, ist schon eine gewisse Vision zu entwickeln, wie man in die Zukunft gehen will und wo das Geld, die Finanzströme hinfließen. Und also aus unserer Sicht ist es einfach ganz wichtig, dass wir sagen, dieses Top-Down, Bottom-Up, das muss sich treffen und mit dem, was die Politik als Rahmen gestaltet, muss ich das belohnen, wo eigentlich will, dass die Leute hingehen. Ohne jetzt
verbreiten. Also die Erfahrung, dass in den Projekten, wo Bürger und Bürgerinnen aktiv sind und sich beteiligen, das sind die besten Projekte, die laufen auch nach dem angeblichen Projektende weiter. Das muss man auch sagen, also nach Projekts, das ist eher... Es ist dann so, dass das wirklich auch weitergelebt wird. Und ich glaube, das ist dann wirklich Erfolg. Also das würde ich gerne verstärken, auch was die Frau Blaha da gesagt hat. Vielen Dank. Das war etwas holprig, aber ich glaube, wir haben es alle verstanden. Möchten Sie darauf replizieren? Keine Ahnung. Ich höre Sie gut. Okay. möchten Sie etwas anschließend dazu sagen, sonst gehen wir quasi zum nächsten Themenblock über. Okay. Ich möchte eine Frage stellen oder anschließen an etwas, was Sie, Frau Heber, vorhin gesagt haben, und zwar, dass Sie das Gefühl haben, Corona würde viel mehr ändern, als wir jetzt absehen können oder ändert viel. Ich habe gerade heute beim Vorbereiten auf diese Diskussion das Gefühl gehabt, wir sind da viel zu optimistisch oder euphorisch, weil es gibt jetzt schon Rufe zum Beispiel danach, bitte konsumieren Sie schnell, konsumieren Sie mehr, das ist das Einzige, was uns retten wird. Also dieses Narrativ des Wachstums, das ist vielleicht verschwunden für 2 Wochen, hatte ich das Gefühl, in dem wirklich harten Shutdown, aber das ist jetzt wieder da und die Wirtschaftsprognosen, die gibt es natürlich noch nicht konkret fürs nächste Jahr, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem noch das alte Pferd ist, auf das gesetzt wird. Da kann ich sagen, in welche Richtung es sich wirklich entwickeln wird, ist echt noch offen. Das ist tatsächlich offen. Ich sehe aber die Chance der Veränderung und da muss ich bei Ihnen anknüpfen, vor allem die nächsten Generationen. Da liegt eine andere Form der Identifikation schon vor. Da erleben Jugendliche gerade ein Jahr, vielleicht 2 Jahre ihrer Zeit in einer extremen Krise. Ja? Also das macht schon was. Davon bin ich tatsächlich überzeugt, auch diese Solidarität, die hier funktioniert hat, manchmal erschreckend, wie schnell das gegangen ist und wie rasch plötzlich Maßnahmen an der Grenze, also demokratiepolitische etwas ausgereizt und es hat funktioniert, weil der Solidargedanke da war. Und auf der anderen Seite erleben wir halt jetzt auch einen unglaublichen Freiheitsdrang im Sommer, also dieses Corona, diese Nichtberührung, Nichtkontakt. Ich habe so viele Gespräche, ich sage nur eins davon, weil es mich so berührt hat, eine alte Frau, die gesagt hat, sie wünscht sich nichts sehnlicher als noch einmal unbekümmert ihr Enkel zu umarmen. Also diese Krise geht schon tief. Und auf der anderen Seite, da möchte ich, das muss ich jetzt herholen, das hat mir am Wochenende so dermaßen beschäftigt, diese Bürger da in Deutschland, Reichstagsstürmung, also da wird dann ja ganz schräg und anders. Das heißt, da passiert gerade was. Und ob es in diese Zukunft geht mit weniger Konsum, anders wirtschaften, sich anders identifizieren, auch anderen Solidargedanke auszuleben. Ich bin da positiver gestimmt. Ich glaube nur nicht, dass es nützlich ist, wenn man jetzt den Menschen vormacht, es wird nächstes Jahr alles wieder so wie vorher. Das halte ich für zumindest gewagt. Weil wir noch nicht genau wissen, was im Herbst auf uns zukommt. Und wenn wir es aber schaffen, diese Corona-Krise mit der Klimakrise gleichzeitig zu nehmen, ich glaube, es geht, weil Sie haben es gesagt, oder ich weiß nicht mehr genau, verzeihung, wer, alle, dass diese Kreativität und diese Kraft, die da ist, die kann man auch politisch mitlenken, wenn man es ermöglicht. Dazu schließt die nächste Frage an, die aus dem Netz kommt, und zwar eben, wie kann man diese Kreativität und den Beteiligungswillen auch im großen Maßstab
umsetzen. Also Zuseher schreibt, Beteiligung im unmittelbaren Feld ist zwar wichtig, aber da werden keine Hebel gesetzt im Sinne von der CO2-Bilanz zum Beispiel. Aber wie kann man Menschen auf strategischer Ebene, demokratiepolitisch, glaube ich, meinte er, schon mit einbeziehen in diesen Prozessen? Ich finde, da zeigen uns andere Länder sehr schön vor, wie das vielleicht gelingen könnte. Ich finde, eins der prägnantesten und wahrscheinlich auch interessantesten Beispiele hat Frankreich vorgezeigt mit den Bürgerräten, die sie im vergangenen Jahr laufen haben lassen. Die Idee war, einen tatsächlichen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft, also die Arbeiterin, genauso wie der Fabriksdirektor, genauso wie die Uniprofessorin, genauso wie die Kindergärtnerin, wirklich ein repräsentativer Querschnitt in Alter, sozialer Schicht und Struktur, wurden für mehrere Wochenenden immer wieder mit Vorträgen von Klimawissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen oder mit Ökonomen oder mit Psychologinnen konfrontiert, um so ein bisschen einzutauchen in die Materie. Und sie wurden danach gebeten, doch gemeinsam in einem demokratischen Prozess einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Was soll die französische Politik nun tun? Die haben radikalste Maßnahmen vorgeschlagen und sich darauf verständigt. Also das reicht vom Tempolimit 100 auf allen Autobahnen bis hin zu vollkommenen Restriktionen im Flugverkehr. Keine Inlandsflüge sollten mehr erlaubt sein. Sie haben sehr, sehr lang auch überlegt, ob sie Arbeitszeitverkürzung machen wollen. Da gab es eine schöne Reportage, wo dann auch ein Beteiligter aus diesen Bürgerräten gesagt hat, das hat sich dann nicht durchgesetzt, weil sie wollten nicht zu radikal sein. Und es muss ja auch irgendwie glaubwürdig bleiben. Und es war die Frage der strategischen und taktischen Ausrichtung wurde auch in diesen Bürgerräten diskutiert. Aber viele, viele, viele der Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, waren deutlich radikaler als alles, was sich auch französische Parteien trauen oder vorlegen. Und dieses Programm wird tatsächlich auch im französischen, in der Nationalversammlung, also im dortigen Parlament, nun im Herbst diskutiert. Und zumindest hat der Präsident angedeutet, dass er das eine oder andere auch zu beschließen Schlussfassung vorlegt. Worauf ich hinaus möchte, die Menschen reinholen und mit Informationen versorgen und im Gespräch Dinge zu entwickeln, das geht auf jeden Fall. Das kennen wir aus vielerlei Bürgerbeteiligungsverfahren, nicht nur in Frankreich, sondern in vielen Ländern. Genau, also Bürgerräte oder auf kleiner Ebene, da gibt es ganz viele Vorschläge, auch aus Deutschland, glaube ich, wo eben versucht wird, sogar diese kleinen Bürgerräte, die lokal in einer Stadt sind, dann zu vernetzen mit einer anderen kleinen Stadt auf dem anderen Kontinent und sich auszutauschen, um eben so tatsächlich auch vom Lokalen ins Globale sprechen zu kommen. Haben Sie eine Frage? Weil sonst würde ich zu der im Netz gehen, zu der nächsten. Weil ich möchte möglichst viele durchbringen, wenn wir schon von Beteiligung reden. Ich glaube, diese Frage ist einfach, weil es intern Ruckler gab, einfach jetzt zu spät zu mir aufgeschieden. Ich glaube, sie geht an Sie, Frau Hebein. Und da heißt es nicht, dass die Stadt jetzt nicht mehr weiter wachsen kann und landwirtschaftliche Flächen nicht verbaut werden können? Nein. Okay. nein, Wien wächst und die Herausforderung ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es auf der einen Seite genügend leistbaren Wohnraum zu schaffen und auf der anderen Seite das nachhaltige Bauen. Vielleicht nehme ich gleich das Beispiel hier, wo wir sitzen. Das ist, das schließt nämlich an das Thema vorher an. Wir sind hier im Stadtraum, ein Zukunftsgebiet, das wir jetzt mit der Stadt Wien und der ÖBB vorgestellt haben. Hier werden über 10.000 neue Wohnungen entstehen, und zwar leistbare Wohnungen. Und hier wird nachhaltig gebaut mit neuester Technologie, einen riesigen Park, einen Grünraum, der nach außen geöffnet wird, sodass auch das umliegende Gebiet diesen Raum nutzen kann, mit einer Highline noch zusätzlich, auf das ich mich sehr freue. Und dieser Stadtraum soll rechtzeitig, bevor die Planungen stattfinden, diesen Austausch ermöglichen. Das heißt, wir experimentieren in der Stadt immer wieder neu, was kann Bürgerinnenbeteiligung wirklich sein? Wo ist das Mitgestalten? Ab wann können denn Bürgerinnen selbst bestimmen oder Anrainer, Anrainerinnen aus der Umgebung, die sagen, in dem Bereich wollen wir nicht das, was die Stadtplanung forciert, sondern das soll ein freier Raum bleiben, weil dort
ich fantasiere, ein Miteinanderkochen stattfinden soll. Das heißt, dieses Offensein, es macht übrigens in Corona-Zeit es nicht ganz einfach. Wir haben Verschiedenes ausprobiert auch, inwieweit wird Wissensvermittlung übers Netz angenommen, wer beteiligt sich und wer kann sich Beteiligung überhaupt leisten. Das heißt, da sind wir permanent in dem Weiterentwickeln, dass wir viele Menschen erreichen. Und ich habe jetzt die Frage vergessen. Ich glaube, die Frage war, wie schafft man in einer wachsenden Stadt nachhaltig zu bauen und zu gestalten? Ich sage, es geht. Es geht aber nur dann, wenn wir wieder die Straßen rückbauen und beginnen, das machen wir jetzt, die erste Straße aufgebrochen und ein neuer Park entsteht. Also wir schaffen dieses Verdichten auf der einen Seite und Grünraum schaffen auf der anderen Seite in permanenter Auseinandersetzung. Also bei aller Liebe in permanenter Auseinandersetzung, weil wir sind tatsächlich eine Stadt. Und jetzt bin ich bei Ihnen. Manchmal ist ja die Grenze zwischen Angst und Sorge, Fakten und Zukunft und Perspektive eine sehr dünne. Wir wissen in der Stadt aber, tun wir nichts, wird uns unsere Stadt um 8 Grad im Sommer aufheizen. Und wir haben schon 2018 mehr Hitzetote wie Verkehrstote gehabt in Wien. Und das wissen wir, ist ein Faktum. Macht Angst, aber es gibt die Möglichkeit zu handeln und dem entgegenzuwirken. Und darum soll es gehen. Zum gleichen Thema möchte Frau Vogel auch etwas sagen. Bitte schön. Die Stimme aus dem Off, ja. Ich wollte nur kurz auf das einsteigen, was bei der Frage angesprochen war. Das waren irgendwie freie Flächen und ich glaube auch ein bisschen so landwirtschaftliche Flächen. Wir haben kürzlich in Alpbach dazu einen Workshop gehabt und ich möchte nur ein paar Punkte auch mitgeben. Das eine ist, denken wir auch in die Vertikale, also sprich vertikal Gardening, Farming. Das bringt uns nicht nur den Vorteil, dass ich vielleicht auch einiges davon ernten und essen kann, sondern es bringt uns schlichtweg Synergie mit dem Thema, das Frau Vizebürgermeisterin gerade angesprochen hat. Es kühlt auch die Stadt, wenn ich sie begrüne. Hier habe ich wirklich viele Nutzungen und es gibt ganz viele Flächenressourcen, nämlich im Wesentlichen Flachdächer und Ähnliches von sehr vielen Anlagen, die man auch ins Auge fassen könnte und sollte für diese Zwecke. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich auch noch einmal, weil Sie gesprochen haben über das Thema, naja, es gehen uns die Flächen, die Grünflächen, ja, wir brauchen sie, denn wir brauchen auch letztlich die Durchlüftung und das ist gerade bei dem Projekt, wo Sie jetzt sitzen, das wurde auch in der Konzeption auch von uns unterstützt, ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich wirklich im Inneren Freiflächen zu haben, die gut durchlüftet sind, die sozusagen Frischluftbrücken darstellen, Frischluftkorridore und die damit auch die Stadt kühlen, gleichzeitig aber entsprechend auch den Lebensraum schaffen, dass sie sozusagen innen und außen genießen kann. Und vielleicht der Punkt auch noch der Flächen, da bin ich ganz bei dem, was Frau Vizebürgermeisterin Hebein gesagt hat, nämlich es wird in den Städten ganz stark darum gehen, die Verkehrsflächen und den öffentlichen Raum neu zu verhandeln. Wir nützen den größten Teil für Verkehr, in verschiedenen Ausprägungen, stehend, also ruhend oder fahrend, wie auch immer. Aber Tatsache ist, hier haben wir wirklich viele Reserven, die man nützen kann und die man auch nützen werden muss. Denn wir brauchen dringend Begrünung in der Stadt, um sie auch schlicht zu kühlen. Denn die Temperaturen steigen und dieser Prozess ist einmal momentan nicht aufhaltbar. Und in den Städten ist es schlichtweg ein Hotspot für die Zukunft. Daher, das ist für uns zum Beispiel auf der Agenda ganz oben. Danke. Dankeschön. Bitteschön, eine Frage aus dem Publikum hier in der Mitte, vielleicht neben der Kamera. Nein, nein, ich sage nur für die Kollegin mit dem Mikro, wo sie sie findet. Und hier vorne dann. Ja, also ich finde, wir haben ganz gute Konzepte und ganz gute Ideen, zum Beispiel die Fassadenbegrünung, die Dachbegrünung und wie viel Photovoltaik man auf den Dächern anbringen kann. Das ist ja ganz super, aber es passiert nicht. Es passiert nicht, weil die Gebäude gehören Privatpersonen, die wollen ihre Fassade nicht begrünen, die wollen ihr Dach nicht mit Photovoltaik machen, die haben Leerstände, die wollen die Wohnungen nicht vermieten. Also wir scheitern eigentlich doch immer wieder an privaten Personen oder an Gesellschaften, die kein Interesse haben, beizutragen, was zu tun. Und das macht mich ein bisschen müde,
Ja, weil wir kämpfen, wir versuchen, was zu machen und wir scheitern immer und immer wieder. Und es heißt, nein, es geht eh voran. Ja, es kommt schon, aber es kommt nicht. Und wenn wir dann mal eine Fassade begrünen, sind wir ganz stolz, weil wir es geschafft haben, aber sehr viel zu wenig. Also, ja. Es gibt da tatsächlich auch aus dem Web eine passende Frage, und zwar genau, also welche Dynamiken sind das? Und Sie haben auch ein paar punktuelle Dinge aufgezählt, die es verhindern, dass wir adäquat mit der Krise umgehen, die es verhindern, dass wir diese tollen politischen Konzepte, die wir wissen, die wissensbasiert sind und so weiter, dass wir sie dann tatsächlich umsetzen. Na, wie lange haben Sie denn Zeit? Das sind verschiedene Ebenen. Ich gebe Ihnen natürlich recht, Privatbesitz, Privatbereich ist nur immer eine Herausforderung, aber nur eine. Wir haben mehrere Herausforderungen in Wien, allein wenn ich an unser Gasleitungssystem denke, da werden wir noch einiges in offensiv angehen müssen. Wir haben jetzt, was die Fassadenbegrünung anlangt, zumindest festgehalten in der Bauordnung, dass im Neubau das verpflichtend vorkommen muss. Das ist einmal ein Schritt. Wir haben auch Gespräche jetzt, weil es geht ja allen anderen ähnlich, anderen Städten auch, dass wir voneinander lernen. Wir haben jetzt einen intensiven Austausch mit deutschen Städten, Ljubljana, unterschiedliche Städte, wie sie es handhaben. Und auch Gespräche mit der Klimaministerin, Verkehrsministerin. Was können wir denn rechtlich auch ändern, damit wir hier die Schritte setzen können? Im Energiebereich bin ich zuversichtlicher, weil hier komplett neue Technologien und jetzt neue Gesetze vorliegen, wo Bedarfsgemeinschaften sich zusammenschließen können. Das heißt, Private können Photovoltaik anlegen, nicht nur das, sondern speichern und auch Breites benutzen und weiterverwenden. Das heißt, da tun sich gerade Türen auf, wo ich allen recht gebe, das Tempo könnte man erhöhen, bin ich immer dabei, Tempo erhöhen ist eines meiner Hobbys, aber es nutzt nichts. Das heißt, wir werden es nur schaffen, ich sage es ganz einfach, über Parteigrenzen hinweg und auch wenn wir auf Bundesebene und Wiener Ebene einiges ändern. Für mich ist immer die Frage, warum ändert man nicht überhaupt die STVO, die gesamte Verkehrsordnung. Die ist ausnahmslos ausgerichtet auf den motorisierten Individualverkehr. Machen wir wieder in Richtung eigentlich Mensch im Mittelpunkt, allein von der Raumgestaltung her. Es gibt viel und es ist viel in Bewegung. Allen, die sagen, bitte tat's an, kann ich nur sagen, ja, ich sage sogar, und da bin ich bei dir, je mehr Druck auch kommt, je mehr gesellschaftspolitische Initiativen sind, wie Platz für Wien, je mehr eingefordert wird zu Recht, das führt tatsächlich zu Umdenken auf politischer Ebene. Darf ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken? Ich glaube, was mit einem Frustrationserlebnis ist, dass man sich denkt, die Stadt wird rot-grün regiert. Wo, wenn nicht hier, sollten die Dinge sehr schnell vonstatten gehen? Also, wenn nicht in dieser Konstellation, in welcher denn dann? Ist, glaube ich, so ein Gedanke, der zumindest mich immer so ein bisschen streift. Und ganz konkret zur Frage der Fassadenbegrünung. Etwas, das ich mir schwer tut zu begreifen. Die Privaten, ja, das stimmt, die müsste man mehr in die Verantwortung nehmen und das müsste man, da müsste man tatsächlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, der größte Vermieter dieser Stadt ist die Stadt Wien. Und so viele begrünte Gemeindebauten habe ich noch nicht gesehen in dieser Stadt. Also worauf ich hinaus möchte, ist natürlich ist klar, man braucht die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Privaten. Aber eben weil wir hier in einer Stadt leben, wo vor über 100 Jahren Menschen wie du auch entschieden haben, wir nehmen Geld in die Hand, dass die Dinge zugeht, damit wir sozialen Wohnbau überhaupt ermöglichen. Es muss doch in dieser Stadt auch möglich sein, dass wir sagen, das ist nicht nur sozialer Wohnbau, sondern das ist klimaneutraler Wohnbau. Und da gehen wir als größter Vermieter Mitteleuropas einmal einen ordentlichen Schritt nach vorn. Danke.
Mary Steindl, Volkshilfe Wien. Ich schwank manchmal ein bisschen zwischen dem, dass ich mir denke, boah, Wien ist eh voll super und macht total leibende Sachen und hat urgute Sachen, ja. Und zwischen dem, dass ich mir denke, boah, da müsste irgendwie, es müsste viel schneller gehen, da müsste viel mehr weitergehen. Ich schwank ein bisschen zwischen dem. Was ich glaube, was wirklich etwas Neues sein könnte, wenn man den Beteiligungsgedanken neu und anders denkt, ja, nämlich auch in einer Stadt, wo wir wissen, dass es Bezirke gibt, wo zum Beispiel im 15. Bezirk 45% der wahlfähigen Bevölkerung nicht wählen gehen dürfen. Ja. Ich glaube, dass man erstens aus dieser Perspektive Partizipationsverfahren anders denken müsste und neu denken müsste, auch aus der Erfahrung, also wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel wenn man sagt, okay, man will die Jüngeren, die Kinder, die Jugendlichen mehr beteiligen, und wenn ich mir aber dann anschaue, wie viele Kinder und Jugendliche sind jetzt abgehängt worden, ja, da geht es gar nicht um die Frage von Beteiligung, da geht es überhaupt um ihre Zukunft, ja, wie viele sind da abgehängt worden, wie kann man die beteiligen? Ich glaube, wir müssten neue Formen von viel Beteiligung in der Bevölkerung schaffen, die dann wieder Druck machen kann. Egal, ob es Bürgerinnenräte sind, Konsenskonferenzen. Wichtig erscheinen würde mir aber dabei, dass wirklich sozusagen ein Querschnitt ist. Ja? Weil mir ist schon klar, und ich glaube, das ist allen klar, es gibt Interessen, es gibt auch Interessen, die sozusagen eine Umweltpolitik verhindern. Und diese Interessen sind auch in der Stadt Wien mächtig. Ja? Und das, glaube ich, darf man nicht übersehen. Deswegen würde ich vorschlagen oder würde ich in die Richtung denken, dass man sagt, wir müssen Beteiligung gerade im Zusammenhang mit der sozialen Frage und der Umweltfrage neu denken, und da müssen wir neue Formate entwickeln, wie man da was voranbringen kann. Das wäre, glaube ich, etwas, was cool wäre. Ich kann da eh nur zustimmen, das ist eh klar. Auf der anderen Seite wäre meine ganz konkrete Überlegung, was schaffe ich schneller? Also wenn an die Staatsbürgerschaft das Wahlrecht geknüpft ist, was kriege ich eher hin? Dass das Staatsbürgerschaftsrecht endlich modernisiert wird? Oder ich schaffe neue Beteiligungsverfahren, die am Wahlrecht vorbei irgendwie Druck... Weißt du, wie ich meine? Also dementsprechend wäre mein ganz wichtiges Anliegen natürlich, dass das Wahlrecht für alle Menschen, die in der Stadt leben, auch gegeben ist. Viele andere Länder machen es vor. In Neuseeland ist das ganz selbstverständlich. Also das ist eh klar. Und dass man politisch irgendwann mal zugelassen hat, dass, sind wir uns ehrlich, das Proletariat kein Wahlrecht mehr hat, geht mir nicht ins Hirn. Mir auch nicht. Übrigens, aber ich bin nicht gefragt. eine Frage direkt, glaube ich, an Sie, Frau Hebein. Können wir nicht zumindest so radikal sein in Paris und einfach die Parkplätze vernichten? Das würde doch eher Zustimmung finden mit 3 Fragezeichen. Die Frau Horn ist auch dabei. Ich habe es auf ihrer Folie gelesen. Ich bin auch dabei. Aber die Machtverhältnisse sind so, wie sie sind, ist die eine Sache. Die andere, das muss ich schon dazu sagen, die Veränderung, ich merke es an den unterschiedlichen Bezirken, bis vor kurzem, wenn ich einen Radweg plane durch 3 Bezirke, brauche ich das Einverständnis von 3 Bezirken. Na, Hollerei Tollier. Jetzt ist es so, dass das Nein-Sagen schwieriger geworden ist. Also wir haben einen Radboom, 1,2 Millionen Radfahrten allein im Juli, und die fordern auch zu Recht Platz ein, und die politisch Verantwortlichen kommen da nicht mehr vorbei. Genauso der öffentliche Raum und dieses Platz einfordern. Ich bin da tatsächlich gerade zuversichtlicher, dass was stattfindet. Die Forderungen von Platz für Wien finde ich faszinierend. Wenn man die nämlich ernst nimmt und die auch unterschreibt, heißt es, Hunderttausende Stellplätze sind weg. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, die das unterschrieben haben, aber das ist dann tatsächlich eine Möglichkeit der Umgestaltung. Ich finde tatsächlich, da passiert gerade was. Auf der anderen Seite, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, ich habe es schon erwähnt, das Vertrauen in die öffentlichen Verkehrsmittel ist durch Corona noch nicht so gegeben wie vorher. Das muss man sagen. Wir haben einen wahnsinnigen Radboom. Menschen gehen viel mehr zu Fuß, aber sie fahren auch mehr Auto. Das heißt, wir müssen jetzt gerade dagegen arbeiten, dass wir nicht einen
Backlash erleben und rasch Platz schaffen und umverteilen. Also das ist schon auch ein Faktum. Und dadurch wird die Stellplatzdiskussion zahlt sich von der anderen Seite wieder her. Ich bin bei allen, die sagen, rasch handeln. Vielleicht noch was Positives, ich bin heute ein bisschen positiver gestimmt, zum Thema, dass die Stadt Wien natürlich auch einen Auftrag hat, voranzugehen. Wir machen es jetzt im Bildungsbereich, wir machen es im Campusbereich, wir machen es jetzt bei den Gemeindewohnungen. Das heißt, da passiert tatsächlich auch seitens der Stadt Wien Schritte. Kann man noch beschleunigen, bin ich dabei, aber es geht in die richtige Richtung. Ich würde gerne nochmal auf die Fassadenbegrünung eingehen. Als Architekt ist es bei mir so, dass ich da ziemlich Bauchweh kriege, wenn Stahlbetonbau mit Polystyroldämmung dann behübscht wird ein bisschen mit der Fassadenbegrünung. Wir reden vom ökologischen Bauen. Weil es in Wien überhaupt noch nicht gibt, in Salzburg angedacht ist, in der Steiermark schon länger gibt. In Freiburg in Deutschland jetzt auch ist, dass Navarro-Baustoffe, Holzbau und so weiter gefördert werden, einfach um eine wirklich konkrete Maßnahme zu setzen, das CO2 zu reduzieren. Stahlbeton ist einer der größten Emittenten von CO2. Holz lagert den Kohlenstoff von CO2 ein und wir tun in Wien ein bisschen so, als wäre das wurscht und wenn wir es begrünen, ist das Problem gegessen. Ja. Ja, aber es ändert nichts daran, dass wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten müssen. Wir haben in der Seestadt jetzt neueste Technologien angewendet, die permanent weiterentwickelt werden, auch im Bauen. Wir haben Altbau, dort wohnen Menschen und leben Menschen, das werden wir von heute auf morgen nicht ändern. Auch die haben ein Anrecht auf Klimaanpassungsmaßnahmen. Das heißt, da geht es von der Fassadenbegrünung, wir haben jetzt gerade eine neueste Untersuchung, wie man Außenrollos am besten wie anbringt, unkompliziert und wie es leistbar ist. Wir werden es nur schaffen mit massivst nicht nur tausende Bäume am Pflanzen, allein heuer haben wir 2000 Bäume in den Straßen Raum gepflanzt. Alle neuen Bäume machen wir mit einer neuen Bewässerungsanlage. Es wird ausnahmslos mit Bewässerungsanlagen Bäume gepflanzt. Ein Baum kostet 24.000 Euro. Dazu stehe ich auch. Das ist auch eine Abkühlung, Beschattung. Wir werden verstärkt mit Wasserelementen arbeiten müssen, aber auch mit der Fassadenbegrünung. Da gibt es Messungen, die sind vielleicht für Sie oder für viele vom Anspruch her nicht die beste Möglichkeit. Aber ich sage immer, bis wir nicht die ganze Sanierungsoffensive angehen, die Altbausanierung, die ganzen Gasthermenaustausch, bis dahin braucht es auch Klimaanpassungsmaßnahmen für wie zum Beispiel diese Form der Fassadenbegrünung. Eine Frage aus dem Netz. Ah ja, Frau Vogel zuerst, Entschuldigung. Zuerst Frau Vogel. Kein Problem, ich würde nur gerne kurz was dazu sagen zu dem Thema Begrünung. Vielleicht, es geht bei diesem Thema eben nicht nur um den Neubau, sondern uns geht es ja ganz stark, und wir haben einige Projekte auch dazu, geht es um das Thema des etwas riesigen Bestandes an Gebäuden, die hier sind, vor allem also im Wohnbau. Es gibt einen gigantischen Bestand, auch im Gemeindebaubereich. Und es geht auch darum, diese Gebäude zu nutzen und zu transformieren. Und ja, es geht darum, hier ökologisch zu bauen, aber im Bestand, wie Sie wissen, als Architekt, glaube ich, ist das kein Geheimnis, gibt es einfach eine Substanz, die da ist. Und ich habe jetzt einmal vordringlich in meinem Statement auch an die gedacht. Und wir haben hier das Thema schlichtweg, dass wir zum Beispiel aus den 50er und auch aus den 60er Jahren gibt es in Wien eine relativ große Zahl an Gemeindebauten, die einfach modernisiert gehören, die thermisch konditioniert gehören, die ökologisch konditioniert gehören, aber die auch ein Riesenpotenzial haben, hier wirklich schöne Grünraumprojekte zu entwickeln, weil in dieser Zeit die einzelnen Objekte relativ weit auseinanderstehen und da ist sehr viel Freifläche dazwischen. Also hier ließen sich wirklich umfassendere
Konzepte umsetzen. Und da ist, wenn man so will, die Fassadenbegrünung nur ein kleiner Teil davon. Da ging es auch viel weiter in gemeinsames Urban Gardening und so weiter. Also hier würden wir uns wünschen, und es gibt ja ganz gute Konzepte und Überlegungen auch dazu, dass man wirklich diesen mutigen Schritt geht, weil wir glauben auch, dass das Klima, das Kleinklima auch für die Leute, die in diesen Gemeindebauten wohnen, deutlich verbessert werden würde und unmittelbar verbessert werden würde. Und das ist eine Funktion der Zeit. Ich meine, das kann man ausrechnen, auch wie die Klimawirkung ist. Denn es ist bekannt, welche Bauten hier existieren. Also das wäre zum Beispiel eine ganz konkrete Maßnahme, die wir uns wirklich sehr wünschen würden. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zum Thema Stadtgestaltung, Raumordnung, Begrünung der Fassade? Wenn ja, weil sonst, gut, dann bleiben wir noch bei diesem Themenkomplex. Ja, und zwar Holzbau für Wiener Wohnbau, sozial gefördert. Also es gibt andere Bundesländer, wo der Holzbau schon stärker, also von Steiermark weiß ich zum Beispiel, wo der Holzbau schon viel stärker ist. Soweit ich das sehe, zögert die Stadt Wien noch sehr, sozial verträglich, sozial gefördert, auch den Holzbau mit hineinzunehmen. Was neu gebaut wird jetzt, Nordbahnhofgelände und so weiter, ist fast alles weiterhin Stahlbeton. Ich mag diesen Abend. Nein, Holz ist die Zukunft, da haben Sie recht. Es gibt jetzt sogar schon unterschiedlichste Untersuchungen. Was macht man einerseits mit dem Waldsterben? Wir in Wien haben ein Problem schon mit dem Baumsterben. Wie kann man dennoch Holz nützen für nachhaltiges Bauen? Sie haben recht und wir brauchen überhaupt nicht über die Frage der wertvollen Nachhaltigkeit da diskutieren. Es gibt Vorzeigeprojekte, da haben Sie recht. Und man versucht jetzt bei den ganzen Plänen von Stadtentwicklungsgebieten, Campbellan Park, hat man sich auch viel überlegt, wie schafft man leistbaren Wohnraum, wie schafft man nachhaltig bauen, ist es wichtiger, Wärmepumpen zu installieren, weil wir inzwischen schon mehr Energie ausgeben im Sommer fürs Kühlen als im Winter fürs Heizen, wo steht man die Prioritäten und wie schafft man es dann noch zusätzlich beim Material nachhaltig umzugehen. Es ist wie ein Experimentierfeld auf verschiedenen Ebenen, wo man aber, und dazu stehe ich auch, muss ich sagen, immer das nicht außer Acht lassen darf, dass es auch um leistbaren Wohnraum gehen muss. Wir haben ja eine neue Bauordnung, das heißt zukünftig bei Umwidmungen 2/3 leistbaren Wohnraum, das halte ich auch wesentlich für die nachfolgenden Generationen und das zu kombinieren. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, da sind wir noch am Anfang. Vielen Dank. Geht es um Holz? Okay, weil sonst hätte ich eine Frage zu Geschlecht und Klima und das heben wir uns vielleicht für den Schluss auf. Ich glaube, das ist uns allen, die wir hier sitzen, sehr wichtig. Kommen wir gleich nach Ihrer Frage, bitte. Also es ist nur ein kleiner Kommentar, aber im Prinzip gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, die man zum Stadtraum sagen kann und es geht um Bodenversiegelung und so weiter. Ich meine, ich stelle mir immer vor, was wäre, wenn die ganzen Parkplätze in der Stadt Wien Wiese werden. Ich würde das so gerne mal aufzeichnen, zu sehen, was das ist. Aber was ich mir denke und was hier oft besprochen wurde, ist auch dieses positive Gefühl und wie kann klimaneutrale Stadt ausschauen oder so. Und ich denke da immer, ich war mal in Rio auf Urlaub und ich weiß nicht, wenn von Ihnen mal wer dort war, da gibt es an der Copacabana diese 6-spurige Straße, die immer am Sonntag geschlossen ist, wo alle quasi dort hingehen können und es ist für die Leute. Und ich denke mir immer, kann man nicht so denken wie, also temporär nur,
den Ring zu schließen, das kann doch kein Problem sein. Vielleicht nehmen das die Leute an. Wie ist das? Und dann plötzlich wird diese Energie vielleicht frei, von der wir alle träumen. Also das ist was, was ich mit schon vielen Leuten gesagt habe. Und ich verstehe nicht, warum das eigentlich so schwierig ist. Ein Sonntag im Jahr. Ich sage mal so, ein Sonntag ist kein Problem. Aber dann? Also wir haben jetzt gerade eine, ich mache es ganz kurz, eine Diskussion über einen Swimmingpool, der so groß ist ungefähr. Und wir haben seit 3 Wochen, also gürtelfrische West, und haben 3 Wochen lang Diskussion über so einen Pool gehabt, weil man innerhalb von kürzester Zeit eine 7-spurige Kreuzung mitten am Gürtel in eine grüne Oase verwandelt haben. Und ich kann Ihnen sagen, über 700 nationale, internationale Artikel zu diesem Pool, weil es so ein Symbol geworden ist, was öffentlicher Raum kann, was Stadtgestaltung kann, was alternative Stadtgestaltung kann, vor allem in einer Gegend, der 15. ist der ärmste Bezirk von Wien, wo halt die Kinder mal kurz über den Gürtel drüber gehen, also bei Grün, bei der Ampel, und ins Pool springen. Plötzlich kommt ins Bewusstsein, da leben tausende Menschen entlang des Gürtels. Was ist mit einer nachhaltigen Verkehrsberuhigung? Oh, es hat zu keinem Verkehrschaos geführt. Es geht, dass man aus einem kleinen Stück eine grüne Oase für die Bewohner, Bewohnerinnen machen kann. Und das ist erst ein Anfang, das ist ein Signal, sich dauerhaft zu überlegen, führen wir wieder Kinderbäder ein im öffentlichen Raum wie in die 70er Jahre oder gestalten wir um, weil auch der Gürtel mehr kann. Das heißt, was ich Ihnen damit sagen muss, es muss nicht immer, Sie haben was den Ring oder den Gürtel genannt? Wurscht, die größte Verkehrsader der Stadt sein, um zu zeigen an einem Tag, wie viele Emotionen in der Verkehrspolitik liegen, weil ich kann Ihnen garantieren, da liegen ganz viele Emotionen, sondern es geht darum, den Menschen immer mehr Straßen zu öffnen, die Autos rauszugeben und sie gestalten selber. Also wir machen es auf verschiedenen Ecken überall und es wird immer mehr. Und das Schöne ist, und da bin ich bei Ihnen dann, der Druck kommt von unten. Der wird nicht angeordnet, weil die Menschen es einfordern, dass sie auch Platz haben wollen. Genau, jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich vom Gürtelpool zu dem Thema komme. Das muss ich jetzt gar nicht. Das muss ich gar nicht. Gehen wir auf den Anfang unserer Debatte überhaupt zurück, auf Vergleich der Corona-Krise zu Klimaproblematik. Und in der Corona-Krise haben wir eben auch ganz viel über die ungerechte Verteilung diskutiert, und zwar vor allem zwischen den Geschlechtern. Inwiefern wird es zu wenig kommuniziert eigentlich, wen diese Auswirkungen, die wir gar nicht abschätzen können, eigentlich betreffen werden? Nämlich, ich nehme an, und das können alle 3 von Ihnen wahrscheinlich beschreiben, vornehmlich Frauen oder als Frauen gelesene Personen. Das kommt zu kurz in der Debatte, in der politischen, in der medialen. Oder wollen Sie mir widersprechen? Dann sind wir in 5 Minuten pünktlich fertig. Ich widerspreche Ihnen nicht, aber ich habe gerade so viel geredet. Also da bin ich jetzt ein bisschen verwundert. Also Klimawandel betrifft Frauen stärker als Männer. Können Sie das mal erläutern? Das würde mich jetzt doch interessieren. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also. Na, dann habe ich da vielleicht ein paar Zahlen für Sie. Gut, danke. Tatsächlich hat die Frauenorganisation der UNO dazu ganz schöne Zahlen. Insbesondere im globalen Süden ist das ein Problem. Also dort sorgen Ernteausfälle, Missernten, Dürreperioden dafür, dass die landwirtschaftlich organisierte rurale Gesellschaft die Frauen zum Beispiel, die Mädchen sehr früh in Heiraten schickt, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Also da haben wir dann natürlich mittendrin das Bildungsthema. Gibt es nichts mehr zum Essen am Teller, ist auch klar, die jungen Mädchen, 12, 13, können nicht mehr die Schule besuchen, sondern werden ziemlich rasch verheiratet. Das heißt, die Frauenorganisation der UNO beobachtet einen Anstieg der Kinder- und Jugendlichen-Ehen, wenn man so möchte, auf Basis von Ernteausfällen etc. Das wäre nur ein Beispiel für die Frage von, wie dieser Klimawandel, diese Klimakrise
Klimakrise ganz massiv anders auf Frauen als auf Männer wirkt. Was nicht heißt, in Österreich zum Beispiel? In Österreich wäre meine Antwort auf die Frage, wie wirkt das auf Frauen stärker als auf Männer? Frauen sind ärmer. Die wohnen in den schlechteren Wohnungen, sie haben die niedrigeren Pensionen, sie sind in den schlechter isolierten Heimen zu Hause. Also auch das ist eine Geschichte, wo klar ist, Dinge wie Luftverschmutzung etc. wirken darum aufgrund der sozialen Lage auch entlang der Geschlechterlinie natürlich ein Stück weit mit. Die Einkommenssituation ist in der Geschlechterfrage natürlich immer mit drin, auch in industrialisierten Ländern wie in unserem. Dass das zu wenig oder bekannt ist, glaube ich auf jeden Fall. Mir würde schon reichen, wenn bekannter wäre, dass die Klimafrage auch eine soziale Frage ist. Ich weiß, das ist als Slogan immer mit dabei, aber was das konkret auch tatsächlich bedeutet, in der Frage von zum Beispiel Lebenserwartung, ja, also dass ich, wenn ich eben am Gürtel wohne, einfach mal so lockerflockig 10 Jahre kürzer lebe, als wenn ich in der Innenstadt wohne, was auch mit Luftverschmutzung zu tun hat, was auch mit sozialen Verhältnissen zu tun hat, das spürt man nicht so ganz. Ja. Also haben wir auch in der Stadt zu wenig am Radar, wie sehr es da auch ein Gefälle gibt innerhalb dieser an sich sehr lebenswerten Stadt und dass die eben bis heute eigentlich noch nicht für alle da ist. Ich wohne am Gürtel. Oh, ja, ich auch. Was ist ein Problem? Frau Vogel möchte auch zu dem Thema was sagen, bitteschön. Ja, Frau Blacher hat schon einiges aufgegriffen, möchte es nur bestärken. Eine Sache, die auch ganz stark da hineinspielt, ist die Frage vor dem Hintergrund der Klimakrise, wie ist die Aufenthaltsqualität im Außenraum? Denn also beispielsweise, es ist einfach so, dass sehr viele, vor allem junge Mütter, also Jungmütter, Mütter mit Kleinkindern, sich im Außenraum aufhalten, vor allem diejenigen, die keinen eigenen Garten haben. Also das haben wir wieder bei der sozialen Komponente. Und bei der Einkommenskomponente. Und diese Aufenthaltsqualität ist einfach durch die steigende Temperatur empfindlich beeinträchtigt, es sei denn, man unternimmt etwas dagegen, also beschatten, kühlen und begrünen wiederum. Da sind wir wieder dort beim Thema. Und vielleicht auch der öffentliche Raum ist ja vor allem für die Einkommensschwächeren deswegen ganz wichtig, weil sie eben keine eigenen Grünflächen oder ähnlichen Rückzugsflächen haben, wo sie sich zurückziehen können. Und insofern betrifft dann diejenigen, die eben Kinder betreuen, Spielplätze und Ähnliches. Und darum war ja das Sperren der Spielplätze beispielsweise in bestimmten Bereichen oder der Bundesgärten und Ähnliches sehr dramatisch für gerade die Teile der Bevölkerung, die beim Einkommen ein Problem haben. Und ein ganz anderes Thema ist, also es betrifft Hitzetote, alte Leute. Es gibt mehr alte Frauen als alte Männer und daher sind die also auch aus dem Grund schon ganz häufig betroffen, weil sie einfach auch dann oft alleine zurückbleiben und bedingt durch das Alter dann einfach sie nicht mehr versorgen können. Also es gibt auch in Österreich diese Phänomene. Sie sind natürlich, ja, das stimmt, nicht so dramatisch wie im globalen Süden, wo sofort das ganze Leben zusammenbricht, wenn sich klimatische Bedingungen verändern. Aber auch bei uns gibt es diese Phänomene. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage, sich das bewusst zu machen, wie wichtig dieser öffentliche Raum ist und wie stark es davon abhängen wird, wie die Stadt gestaltet ist, ob man denn und in welcher Form man denn zukünftig unter steigender Temperatur auch noch entsprechend nützen kann. Und der Gürtel ist vielleicht noch ein Punkt, weil alle über den Gürtel jetzt sich geäußert haben. Grundsätzlich ist ja beispielsweise die Elektromobilität und generell neue Formen der Mobilität mit geringem Treibhausgasausstoß eine Chance, dass die Flächen, die jetzt momentan eher negativ beleumundet sind, zukünftig prosperierende Wohngegenden sind, weil ganz einfach weniger Lärm, weniger Luftverschmutzung und Ähnliches gegeben ist. Auch das wird zu ziemlichen Veränderungen führen können in der Stadt, diese durch in dem Fall mit Technologie herbeigeführten Veränderungen. Dann wiederhole ich nicht, weil das Genannte stimmt und ergänze es nur vielleicht um 2 Punkte, was bei der Klimakrise und auch bei der Gerechtigkeit Geschlechterfrage oft unterschätzt wird, ist das Thema Gesundheit. Das wird fulminant unterschätzt. Da gibt es gravierendste Auswirkungen weit über Luft, Wohnqualität, Abgase hinaus. Das ist das eine. Das andere auch das Thema Einsamkeit. Wie sehr alte Menschen, und da gibt es vor allem ja Frauen, nicht mehr außer Haus gehen bei der enormen Hitze. Also es gibt schon noch sehr viele Bereiche, über die man jetzt sprechen könnte. Ich halte es
dennoch für sehr wichtig, dieser Schritt nach vor, wie Sie immer meinen. Das heißt, wir sind als Stadt Wien nicht nur die wunderbarste Stadt, wir sind auch die größte Arbeitgeberin der Stadt. Wir haben 65.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, davon auch mehr als 60% Frauen und über 90% davon sind Pädagoginnen im Kindergarten und über 80% sind die Pflegerinnen, denen man applaudiert hat während dem Lockdown. Ich halte es für enorm wichtig, dass wir die 35-Stunden-Woche einführen und hier vorangehen und einerseits die Frauen hier entlastet und gleichzeitig Jobs besorgt. Ich weiß, das klingt ein bisschen nach Wahlkampf. Ehrlich, das mit der Arbeitslosigkeit im Herbst ist nicht ohne und es betrifft einfach Frauen. Und jetzt gehe ich noch einen selbstkritischen Punkt weiter. Was mir schon aufgefallen ist, vor allem beim Lockdown, wir haben es draußen kurz besprochen, Entscheidungen, machtpolitische Entscheidungen werden schon vor allem von Männern getroffen, egal ob auf Wiener oder Bundesebene. Ich hatte fast ausnahmslos mit Männern zu tun. Das ist mir auch besonders deutlich geworden während des Lockdowns. Es gibt genug Studien und Beobachtungen aus der Vergangenheit, dass gerade in einer Wirtschaftskrise, und wir kommen auf eine sehr große zu, auch die Geschlechterrollen, also auf dieser Metaebene, sich tatsächlich etwas zurückentwickeln. Also das sieht man nach Kriegen, nach großen Wirtschaftskrisen und so weiter. Das heißt, wir können gar nicht absehen, abgesehen von den konkreten Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen, was da auf uns zukommt. Möchten Sie noch etwas vielleicht fragen? Ich setze jetzt unter Druck, weil wir haben pünktlich begonnen und ich mache Ihnen jetzt Angst und wir enden jetzt nach dieser Fragerunde. Das heißt, wenn Sie etwas zu sozialer Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter sagen möchten, weil ein neues Thema aufreißen, glaube ich, geht sich jetzt nicht mehr aus. Aber dazu vielleicht noch etwas? So, es ist völlig richtig, dass die Maßnahmen aus der Covid-Krise Frauen überproportional getroffen haben. Da gibt es ganz klare Belege dafür. Und insofern fehlt mir bei der Diskussion, die jetzt leider zu Ende geht, der Aspekt der Wirtschaft schon sehr deutlich, weil eine florierende Wirtschaft gerade für die Chancengleichheit und die Entwicklung der Gleichheit der Geschlechter, der Schließung des Gender Pay Gaps und alle diese Sachen fundamental von einer gesunden Wirtschaftsentwicklung abhängen. Nein. Darf ich auch noch? Jetzt. Okay, der Reihe nach, jetzt, wir verlängern das einfach, weil ich finde, das ist doch eine recht provokative Frage, würde ich sagen. Weil zum Beispiel ohne eine funktionierende Umwelt oder Alessandra gibt es ja, also ich würde jetzt nicht die Wirtschaft an die Spitze stellen dieser Diskussion, aber vielleicht lieber die Diskutantin. Ja, ich habe jetzt die Diskussion der letzten 10 Minuten mit zunehmender Verwirrung zur Kenntnis genommen, dass wir auf einmal eigentlich doch wieder über ganz, ganz lange Kausalketten, der globale Süden und Frauen sind alt und deshalb leiden sie im Alter stärker unter der Hitze, die eh schon herrscht, die aber alle Menschen betrifft, wir wahnsinnig weit von dem Klimathema weggekommen sind. Und ich kann mir nicht helfen, das ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Und ich glaube, man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, und das weiß jeder von uns, der sich mit Politik beschäftigt, das ist nicht alles nur ein Win-Win-Win-Situation, sondern wir haben Konflikte. Wir haben auch Konflikte zwischen zum Beispiel dem Argument, das Sie jetzt gebracht haben, eine florierende Wirtschaft ist dann aber auch Klimaschutz und dann geht es auch mit der Geschlechtergerechtigkeit bergauf. Manchmal auch Konflikte zwischen Werten, wo man sich wirklich auf eine Seite schlagen muss. Deshalb hatte ich gesagt, es geht nicht immer nur um das Primat von Wirtschafts- und Sozialpolitik und jetzt leistbarem Wohnraum und so weiter, sondern manchmal ist es wirklich auch, geht es ums Klima als Klima oder geht es um Umweltschutz als Umweltschutz und das kostet Arbeitsplätze und das kostet Mobilität und das bedeutet eine wirtschaftliche Veränderung, die
kostet. Und nicht einfach nur, der Staat schüttet dann da mal ein bisschen Geld rein, sondern das kostet auch individuelle, ja, individuelle Freiheiten, das kostet individuelle soziale Sicherheit, das kostet Jobs. Und ich glaube, wir können nicht immer nur sagen, ah, das ist alles leiwand, wenn wir hier schön Klimapolitik machen, dann ist Sozialpolitik, kommt schon von selbst und die Wirtschaft geht auch aufwärts. Sondern ich glaube, es muss manchmal wirklich um Prioritäten gehen in Konflikten, die nicht einfach nur so, wenn das eine gut wird, wird das andere automatisch gut. Und die Diskussion der letzten 10 Minuten dachte ich, holy shit, jetzt wird hier so eine Utopie heraufbeschworen, in der wir nur Gewinne machen, in der alles nur gut wird. Und wenn wir noch ordentlich Klimaschutz betreiben, dann ist es auch mit der Geschlechtergerechtigkeit. Ich glaube, ganz so eng hängen die Dinge nicht zusammen und es ist manchmal auch wichtig, die zu trennen. Das ist sicher sehr unpopulär, ja. Aber ich sage das jetzt einfach mal. Finde ich gar nicht. Nur ich habe es nicht so wahrgenommen. Also es geht da eher darum, Sie reden von Kosten, es geht ja eher darum, wer dafür bezahlt und nicht dafür, dass wir etwas ausgleichen mit einer sozialen Klimapolitik. Also ich glaube, es geht darum, uns ist klar, es wird uns alle was kosten, aber es darf nicht diejenigen, die ohnehin draufzahlen, noch mehr kosten. Also so hätte ich es verstanden, aber Frau Blacher. Nein, es geht um Konflikte. Es geht darum, es ist ganz richtig, bei Konflikten darauf zu achten, dass die gerecht sind, dass es nicht die Schwachen tragen. Aber es geht wirklich zum Teil auch einfach darum, dass Dinge teurer werden und dann zum Beispiel nicht mehr leistbar sind. Ja? Und also Mobilität beispielsweise, Individualmobilität ist ein Luxus und wir reden hier über das Vernichten von Parkplätzen. Und es gibt sicherlich Leute, die darunter leiden werden. Und es gibt sicherlich Leute, die darunter leiden, wenn wir sagen, wir möchten weniger Flüge, die ab Schwächert abgehen, dann gibt es Leute, die deswegen den Job verlieren. Und wir müssen... Also wir können nicht so tun, als würde das einfach wurscht sein oder als würde das nicht existieren. Na, da kann ich total zustimmen. Das ist natürlich eine Konfliktlinie, die wir hier spannen. Und Sie haben das eh sehr schön jetzt auch ein bisschen aufgespannt, dass es da unterschiedliche Felder gibt. Die Frage ist nur, da bin ich jetzt Frau Frastajic, wie wird der Konflikt geführt? Und tatsächlich wissen wir, wenn wir die Parkplätze in der Stadt rückbauen, dann weiß ich, dass 40% der Bewohnerinnen der Stadt kein Auto haben und das durchaus, weil sie sich nicht leisten können. Also da habe ich die soziale Frage natürlich mit drin, würde sie aber, glaube ich, anders beantworten. Wenn wir über Flüge reden, wäre meine Frage, Ticketpreise rauf, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ist kein soziales Problem, weil die allermeisten können sich das Flugticket tatsächlich, wissen wir auch, aus den Statistiken, tun sie nicht. Also dass einkommensstärkere Haushalte mehr zur Kasse gebeten werden, wenn sie sich klimaschädlich verhalten, da sehe ich kein Konfliktproblem. Die eigentliche Konfliktlinie, über die wir heute Abend vielleicht viel zu wenig gesprochen haben und jetzt mache ich nur einen kleinen Schlenker, weil wir sind am Ende des Abends, ist die große Konfliktlinie der Profitinteressen. Da können wir jetzt sagen, naja, das würde dann Arbeitsplätze kosten. Tatsächlich ist aber natürlich eine Konfliktlinie auch, Birgit Hebert hat es gesagt, der Verteilungskampf. Der Guardian hat ausgerechnet, es sind 10 große Firmen, die seit 50 Jahren ganz genau wissen, was sie tun. Das sind unter anderem die großen Ölkonzerne, die eine Menge Geld reinstecken, damit wir über ganz andere Dinge sprechen oder viele Studien auch gar nicht gekriegt haben oder die auch ein bisschen unter der Decke blieben, damit sich solche Fragen für uns erst sehr spät stellen. Also über wirtschaftliche Profitinteressen müssen wir hier natürlich auch sprechen und auch über die Frage, was wir da an politischen Rahmenbedingungen denn überhaupt zulassen oder zulassen können. Das wäre vielleicht für den Abend Nummer 6 oder 7 oder den nächsten, der dann noch kommt, vielleicht auch nochmal ganz spannend. Aber davor möchte Frau Vogel vielleicht abschließend noch was sagen. Ganz kurz auf ein anderes Thema auch eingehen, das ein bisschen auch mit dem Konflikt, was Sie gerade, Frau Blacher, angeführt haben, zusammenhängt. Es ist tatsächlich ein Konflikt, dass wir aktuell sehr viel Geld, also orientierungsmäßig 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr in ein fossiles System stecken. Das sind zum Teil Förderungen, das sind zum Teil andere Formen von Unterstützung und diverse Begünstigungen eines Verhaltens, das den Konsum, den Fossilen anregt. Das muss man einfach auch sehen. Und da sind ganz klar dann verlierende Seiten natürlich, weil Ölkonzerne, deren Kerngeschäft es ist, Öl zu verkaufen oder zu verarbeiten und zu verbreiten, das Interesse natürlich nicht haben, dass sich hier etwas radikal ändert. Gleichzeitig möchte ich schon darauf hinweisen, dass dieses Budget da am Tisch liegen könnte. Und über das können wir auch diskutieren. Das ist nämlich tatsächlich etwas, das dann für andere Themen verwendet werden kann. Und gleichzeitig, wenn es uns gelingt, in der Klimakrise erfolgreich zu sein, dann werden auch die Schadkosten möglicherweise langsamer ansteigen, als sie es jetzt tun. Denn auch hier
zwischen 1 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr haben wir an Schadkosten. Das sind eben Kosten für Hochwässer, Abgeltungen, Dürreschäden, forstwirtschaftliches Einknicken, landwirtschaftliche Schäden, Tourismusschäden und so weiter und so fort. Also hier gibt es schon auch Dinge, die wir gewinnen können. Es ist nicht alles schön, aber es ist so, schon so, dass durch das Thema Kampf gegen die Klimakrise auch tatsächlich Gewinner gegeben sind. Dankeschön. Frau Heber, noch was dazu? Oder? Wenn ich ganz ehrlich bin und wenn es keine Fragen mehr gibt, mein Eindruck ist, wir haben einen total spannenden Bogen geschaffen. Ich kann von meiner Seite nur sagen, ich habe es urspannend gefunden. Ich kann mich sehr, sehr herzlich bedanken bei allen Beteiligten. Ich habe gesehen, es gibt sogar was zum Trinken, Essen. Ich finde das ja urleibernd, da kann man ein bisschen nachbesprechen. Aber ich würde zurückgeben mit dem Dank an alle Beteiligten und an Sie, außer Sie. Nein, das war als leibernd ist das gut zusammengefasst. Und nein, ich wollte nur sagen, ja, es gibt ein Buffet und wir können das weiterführen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass alles ausgesprochen wird, natürlich nicht wurde, aber bitte mit Abstand und ja, Sie wissen schon, Corona. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob es einen Teil 7 geben wird. Ich glaube, es war die letzte Veranstaltung für dieses Jahr auf jeden Fall und dann schauen wir mal weiter nach dem Wahlkampf.